Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und vielleicht nutzen wir diese Plattform, um auch darüber zu sprechen, ne? Also Schule ist ja nicht immer ein sicherer Ort. Also wenn ihr an junge Menschen denkt, an SchülerInnen denkt, was wollt ihr ihnen mitgeben? Was wollt ihr teilen? Also Schule ist kein sicherer Ort. Das stimmt. Dennoch denke ich, wir haben so viele Ressourcen, die wir nutzen können. Und ich gebe da ein Beispiel. Als Mutter eines schulpflichtigen Jungs hat es mich sehr geärgert, wie Afrika in der Schule besprochen worden ist. Und darauf ist von mir eine Petition initiiert worden. Also sozusagen ein Beschwerdebrief ging an den Verlag, der wurde dann auch ins Internet gestellt und veröffentlicht. Und ich glaube, wenn wir ins Agieren kommen, dann können wir an jeder Stellschraube auch drehen. Daraus ist dann wieder ein Projekt entstanden. Wir haben uns kollektiv als schwarze Experten und Expertinnen zusammengetan, haben Schulbücher analysiert und ein rassismuskritischen Leitfaden herausgegeben zu Afrika. Hier in Europa ist es, also allgemein ist es sehr wichtig, dass Dinge auch verschriftlicht werden. Und Eltern waren uns sehr dankbar, Lehrer und Lehrerinnen waren uns sehr dankbar, dass sie immer wieder auf diesen rassismuskritischen Leitfaden verweisen konnten. Ob es jetzt um kulturelle Bildung ging oder im Schulkontext oder auch im alltäglichen Leben. Also, wie gesagt, wir brauchen diese Referenzpunkte auch in schriftlicher Form, dass wir sagen können, dass wir Tatsachen, vollendete Tatsachen schaffen. Danke, Amadou. Ja, also Empowerment in Schule ist sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Ich will auch kurz angehend zu was Sarah vorhin gesagt hat. Also ihr zum Beispiel bei Pädagogischen Institut, ihr macht eine sau wichtige Arbeit. Wir brauchen aber mehr Konzepte. Wir brauchen Konzepte in unseren Schulen, also in den Schulen hier zum Beispiel in München, die die Expertise von Menschen, die von Rassismus und Diskriminierung erfahren. Ja, das passiert wenig. Das passiert wenig. Das erlebe ich immer, wie es notwendig ist in meinen Workshops in den Schulen, in Gymnasien. Ja, das merke ich immer wieder. Und das, wir brauchen schon ein Konzept, die die Schulen verpflichten, diese Perspektiven anzubringen. Noch was wichtig, wir brauchen dringend eine Reform, das Konzept Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Ja, also erstmal, das ist ein utopisches Dings. Ja, es gibt sowieso und es wird sowieso nie eine Schule ohne Rassismus geben. Ja, eigentlich, das sollte genannt werden, das rassismuskritischen Schulen. Ja, Schulen, die Bemühungen machen, um Rassismus sozusagen anzugehen und zu bekämpfen. Und das sollte auch als Pflicht für jede Schule sein, einen Interventionsplan zu haben. Einen Interventionsplan zu haben, in dem betroffenen SchülerInnen, ja, die sozusagen von Rassismus, Diskriminierung betroffen, wissen, wenn irgendwas passiert ist, ich bin es alleine. Ich kann was dagegen tun. Und zwar vor Ort gibt Instrumenten dagegen vorzugehen. Ist aber nicht so der Fall in vielerlei Schulen, die wir zum Beispiel hier in München haben. Also, das sind eine Reihe von ja, Maßnahmen, die geschaffen werden muss. Also wenn wir Diversity als Beispiel nehmen. Es wurde von einer von uns vorher gesagt, SchülerInnen brauchen Vorbilder. Ja? Ja, wie viele LehrerInnen haben wir in unseren Schulen, die POC sind? Wie viele? Und wenn wir schauen in einer Stadt wie München, wie viele sind wir mit Migrationsbiografie in München allgemein? Ja? Also
dann schauen wir in unseren Schulen, wie viele POC sind als LehrerInnen in unseren Schulen. Das kann doch nicht der richtige Weg sein. Und deswegen sind auch Perspektiven von Betroffenen einfach nicht dabei. Und wir brauchen einen Perspektivwechsel, und zwar drängen. Kuma? Um das zu ergänzen, was Hamadou gemeint hat, in dem Sinne, dass er meinte, dass es zu wenige schwarze Menschen, also wenn ich es richtig verstanden habe, in den Schulen gibt, die quasi über die Geschichte reden. Deswegen bin ich der Meinung, dass wir unsere eigenen Zentren gründen müssen, anstatt immer darauf zu warten, dass wir endlich die Möglichkeit bekommen. So, und es gab diese Initiative schon. Ich möchte ein Zitat vorlesen von Asata Shakur. No one is give you the education you need to overdose them, if they know that the knowledge will help set you free. Was Asata Shakur damit sagen möchte, ist, dass niemand wird uns die Freiheit einfach geben oder schenken. Wir müssen sie selber holen. Und niemand wird uns die Bildung geben, damit wir frei sind. Wir müssen die selber holen. Weil es gibt einen Aspekt, den wir in der Analyse vergessen und den ich schon am Anfang des Gesprächs erwähnt habe. Diese Länder sind reich geworden durch Rassismus. Das heißt, sie können nicht dasselbe Verständnis haben. Ich kann nur ein Beispiel geben. In Frankreich zum Beispiel, Napoleon, de Gaulle gelten in Frankreich als Helden. Aber für uns Afrikaner zum Beispiel sind es keine Helden. Es sind Menschen, die uns unterdrückt, versklavt haben. Und es kommt alles, aus welcher Perspektive sieht man das? Und deswegen finde ich es schwer, von Schulen zu verlangen, dass sie diese Aufklärungsarbeit leisten. Ich denke, wie Modupe gesagt hat, allein muss ein Löwe muss seine Geschichte selber schreiben, aus seiner Perspektive. Und nicht darauf warten, dass der Jäger die Geschichte so schreibt, damit der Löwe gut rüberkommt. Nee, diese Geduld sollten wir nicht haben. Der Unterdrücker sollte nicht darauf warten, dass der Unterdrücker ihn endlich akzeptiert, sondern sollte aufstehen und selber seine Geschichte erzählen. Und es gibt noch einen Punkt, der erwähnt wurde, die Umbenennung der Straßen oder die Statuen. Es gibt ja eine Bewegung in Frankreich und in Amerika auch, dass immer mehr Statuen von Rassisten quasi zerstört werden. Ich sehe das ein bisschen kritisch in dem Sinne, dass ich denke, wir dürfen nicht vergessen, wir sind keine Deutsche, wir sind keine Franzosen. So, das ist deren Universum. Ich finde es viel, viel besser oder ich finde es viel, viel schlimmer, dass in Afrika es immer noch Statuen gibt von Kolonialherren, die uns versklavt unterdrückt haben. Das sollte unser Kampf sein, dass wir wirklich in unserem Haus, weil ich bin der Meinung, dass ein bisschen wie Gawe, dass unser Haus eigentlich Afrika ist, dass wir dort schauen, dass wir unsere Helden würdigen, dass die Diaspora schaut, dass wir unsere Helden würdigen und erstmal kennen und nicht, dass wir versuchen, aus Deutschland eine Art Afrika 2.0 zu machen, weil wir sind hier nicht zu Hause. Vor ein paar Monaten haben sie im Landtag darüber diskutiert, ob das N-Wort eine Beleidigung ist. Und ich denke, anstatt darum zu kämpfen, dass wir eigentlich als Afrodeutsche gesehen werden, sollten wir dafür kämpfen, dass wir als Afrikaner gesehen werden und auch dafür respektiert werden. Das sollte unser Kampf sein. In diese Richtung sollten wir denken. Und da kann ich nur sagen, wir sollen uns selber bilden und wirklich diese Bildung weitergeben, Zentren gründen, unabhängig werden, selbstständig denken. Und das ist für mich Black Power, sondern von uns selbst und für uns selbst. Und nicht darauf zu warten, dass wir endlich die Chance bekommen, ein paar Körner zu essen. So, das ist nicht meine Philosophie, das war es nie. So, ich habe freiwillig aus meiner Kraft, aus meiner Energie entschieden, eine Seite zu öffnen. Ich bin nicht der Einzige, der das gemacht hat. Ich habe nicht darauf gewartet, endlich Lehrer zu sein an irgendeiner Schule, um mein Wissen weiterzugeben, sondern habe es aus Eigeninitiative. Und ich finde, man sollte diese Eigeninitiative in der Community viel, viel mehr fördern, sei es im Businessbereich, sei es im Bildungsbereich oder an etlichen anderen Bereichen, wirklich support each other. So, das ist für mich Empowerment. Genau. Da ist mir was ganz wichtig. Sagen wir auf Nikuma. Okay. Darf ich kurz? Also die Sache mit dem Wir, das ist auch so eine Definitionssache. Es gibt eine jahrhundertlange afroeuropäische Geschichte und wir sind hier, weil die Europäer dort sind. Also ich sehe das auch im globalen Kontext. Zum einen, außerdem die Afrodiaspora besteht aus ganz unterschiedlichen Menschen mit ganz komplexen Herkünften. Ich zum Beispiel bin Afroeuropäerin, ich habe nigerianisch-deutsche Wurzeln. Insofern finde ich auch, dass ich das Recht habe, wenn hier rassistische Geschichte geehrt wird in Form von Straßennamen, dass wir als schwarze Menschen, die wir hier leben, die wir hier aufgewachsen sind, sozialisiert sind, dass wir das Recht haben, das als ein Teil unserer Identität einzufordern.
ja, als Menschen, die wir mehrfach, ja, mehrfache Identitäten haben. Und diese, um dann auch nochmal auf den Panafrikanismus einzugehen, den kann man auch nicht homogen sehen. Der Panafrikanismus ist eine Bewegung gewesen, die die Afrodiaspora weltweit mit einschließt. Also der Panafrikanismus ging von den karibischen Inseln aus und vom lateinamerikanischen Kontinent. Insofern ist das eine kollektive Bewegung gewesen, die viele schwarze Bewegungen mit einschloss, nicht nur die afrikanische Bewegung. Das heißt, unsere Welt ist jetzt so strukturiert, dass Menschen, schwarze Menschen überall auf der Welt leben, genauso wie weiße Menschen oder Menschen anderer Identität. Und ich denke mir, es geht ja um darum, eine universale Gedächtniskultur zu schaffen, die die Geschichte nicht verfälscht und die alle Geschichten würdigt in einer Universalgeschichte. Also das ist meine Meinung. Deswegen finde ich auch so wichtig, wenn Menschenrechtsbildung Bestandteil der schulischen Bildung wird, weil Menschenrechte heißt auch, die verschiedenen Geschichten zu würdigen, unabhängig davon, wo sie herkommen. Ganz kurz, wenn ich vom Wir-Gefühl rede, das heißt nicht, dass ich alle Afrikaner in einen Topf werfen möchte. Ich sehe den Unterschied zwischen einem Nigerianer, einem Kameruner oder einem Ivora oder Togolese. Aber ich denke, am Ende des Tages sind wir Afrikaner, weil diese Togolesen, diese ganzen Namen sind Namen, die uns von den Europäern gegeben wurden. Und diese Unterschiede, diese kulturellen Unterschiede, die wir haben, sollten uns nicht daran hindern, uns zu vereinen. Das ist ja der Panafrikanismus. Wir sind unterschiedlich, doch wir sind trotzdem in der Lage, uns zu vereinen, um ein gemeinsames Interesse zu verteidigen. Die Europäische Union, es gibt einen Unterschied zwischen einem Franzose und einem Deutschen. Dennoch hat es die Europäische Union es geschafft, sich zu vereinen, um deren Interesse zu verteidigen. Oder die Vereinigten Staaten. Es gibt ja auch Unterschiede zwischen den jeweiligen Staaten in Amerika. Dennoch haben sie es geschafft, sich zu vereinen, um ihr Interesse zu verteidigen. Davon spricht der Panafrikanismus. Und mir ist klar, dass die Diaspora mit dem Panafrikanismus angefangen hat. Mit Marcus Garvey, mit Webb Du Bois. Und ich möchte die Diaspora auch gar nicht ausschließen. Ich möchte nur die Diaspora dazu bringen, weil ich bin auch ein Kind der Diaspora. Ich bin auch hier geboren und aufgewachsen. Aber ich möchte die Diaspora dazu bringen, mehr auf Afrika zu schauen. Nicht mit dem von oben herabblick, sondern mehr versuchen, Afrika zu verstehen, sich an Afrika zu integrieren, Afrika anzupassen, diese afrozentrische Vision zu akzeptieren und kennenzulernen. Das ist so der Gedanke, wenn ich vom Wir rede. Und das ist der Panafrikanismus. Panafrikanismus ist nicht nur die Einheit in Afrika, sondern die Einheit zwischen Afrika und die Diaspora. Und ich bin da zu 100% überzeugt. Und das meine ich mit wir. Genau. Ich wollte noch mal... Also. Oh. Willst du zuerst? Oder? Okay. Ich wollte noch mal kurz auf die Idee einer Institution eingehen, in der wir afrikanisches Wissen erlernen. Denn meiner Meinung nach, also ich verstehe auf jeden Fall, ich respektiere auch die ganze Arbeit, die uns unter anderem Sarah Berg oder Mulupe, die ihr geleistet habt. Und das ist wirklich auch notwendig gewesen. Aber für mich persönlich, also das ist meine persönliche Ansicht, ich finde, afrikanische Geschichte sollte fast gar nicht an Schulen gelehrt werden. Also aus der europäischen Perspektive sollte sie nicht gelehrt werden. Denn wenn ich mir daran zurückdenke, wie ich im Unterricht saß, und es geht nicht darum, ob in einem Lehrbuch jetzt das N-Wort stand oder, also das war bei uns Gott sei Dank nicht der Fall, aber einfach, es war einfach unangenehm. Also wie soll ich bitte schon Stolz auf meine Herkunft haben, wenn alle mich mitleidig anschauen und immer, wenn sie das Wort Sklave hören, sich zu der einzigen Schwarzen in der Klasse drehen? So sorry, aber ich denke mir, wenn ihr nicht dazu fähig seid, also jetzt Schulen, wenn Schulen nicht dazu fähig sind, afrikanische Geschichte so darzustellen, wie sie dargestellt werden sollte, dann sollten sie es gleich lassen. Und dann sollten Kinder lieber in eine Schule gehen, die außerschulisch ist und am Wochenende stattfindet, in einer Institution, in der von afrikanischstämmigen Menschen, die wirklich Wissen darüber haben, ihnen afrikanisches Wissen gelehrt wird, oder wenn Leute wirklich in die Schule kommen und dann zum Beispiel diese 2 Wochen, weil meistens sind es auch nur 2 Wochen lang halt in die Schule kommen und dann den Kindern etwas über afrikanische Geschichte lernen, statt dass es jetzt ein weißer Lehrer macht, der
eine europäisch-zentrische Perspektive hat. Denn für mich ist es einfach nur das Humbug. Also ich meine, theoretisch, so China wird auch nicht hundertprozentig gelehrt. Wir haben so kleine Policen, die wir dann angehen im Geschichtsunterricht, hatten wir, aber mehr auch nicht. Also die sind jetzt nicht völlig auf chinesische Geschichte eingegangen, was ich auch ganz in Ordnung so finde. Und ich glaube, jetzt die chinesischen Machthaber werden auch nicht so überzeugt davon, wenn irgendwelche Europäer versuchen, Kindern in Schulen China beizubringen. Wieso sollten wir das dann so zulassen? Ich habe immer das Gefühl, das ist so, es ist fast schon falsch zu sagen, hey, konzentrieren wir uns nur auf Afrika. Und es geht nicht darum zu sagen, hey, wenn ich mich jetzt nur auf Afrika konzentriere, geht es nicht darum zu sagen, dass ich alle ausschließe, die zum Beispiel afrikanisch-polnische Wurzeln haben oder afrikanisch-europäische Wurzeln, afrikanisch-amerikanische Wurzeln, sondern es geht darum zu sagen, hey, da kannst du dich darauf konzentrieren und hier kannst du dich hierauf konzentrieren. Das sind zwei völlig verschiedene Kontinente, Kulturen und Ideologien, die präsent sind, und wir sollten uns auf eins nach dem anderen fokussieren. Wir können nicht versuchen, alles zusammenzubringen. So, wir sind nicht die Machthaber von Globalisierung, sondern das, was wir machen, ist Geschichte voranbringen, Geschichte, die uns treibt, und damit schließen wir keine andere Geschichte aus, sondern wir erzählen nur Geschichte. Wir bringen ein nur Wissen und Facts über unsere Herkunft. Und wenn jetzt ein Elternteil von mir aus Deutschland wäre, dann würde ich auch einfach gerne, ich bin dann immer noch ganz afrikanisch und ganz deutsch. Ich bin beides. Also wäre es der Fall. Und deswegen, eins schießt das andere nicht aus. Aber ich würde nicht erwarten, dass mein Vater mir dann deutsche Geschichte nahelegt und damit dann zu mir sagt, ich würde nicht denken, dass er dann sagt, so, oh, deine afrikanische Geschichte hat keinen Wert. Nein, sondern er bringt mir gerade einfach deutsche Geschichte bei. Oder er bringt mir gerade Geschichte aus meinem Heimatland bei Benin. Und dann wäre das einfach so. Und ich würde mich darüber freuen, denn ich bin umgeben von deutscher Geschichte. Das ist halt etwas, was ich auch gemerkt habe in den Schulen, in denen ich Workshops gebe, dass dann Kinder sagen, oder wir hatten eine Diskussion, in der auch gesagt wurde, so, ja, aber wenn wir über afrikanische Geschichte reden oder auf afrikanische Länder eingehen, dann sollten wir auch nochmal über Deutschland reden. Und ich dachte mir so, nein. Also ich habe es dann auch gesagt, ich war so, nein, denn ihr habt deutsche Geschichte schon im Geschichtsunterricht. Wir sind in Deutschland. Das ist deutsche Geschichte. Alles ist deutsche Geschichte. Wenn du durch die Straße läufst, das ist deutsche Geschichte. Dann hab mal einen Place, wo du nur etwas über Afrika lernst. Denn wenn ich in Afrika wäre, wenn ich jetzt in Benin wäre, dann würde ich auch gerne einfach nur deutsche Geschichte lernen im Goethe-Institut, falls es mal in Benin präsent wäre. Und es wäre cool, wenn wir solche Institute hätten, in denen man so einen Place hat, in dem es wirklich nur um afrikanische Bildung geht und wirklich nur um Afrika und Panafrikanismus und um diese Wichtigkeit gibt, dass wir uns endlich mal voransetzen. Denn ich finde, diese Ideale, die uns gegeben wurde, von wegen, wir sollten uns mischen und alle akzeptieren, das ist ein Konzept, den wir vom Westen erlernt haben. Und das war auch einer der Gründe des Downfall von Afrika. Denn wir, viele Machthaber, dachten, dass Menschen aus dem Westen die gleichen Ideale haben wie sie. Und wie ich schon gesagt habe, Königreiche wurden nicht nur durch Krieg vergrößert. Aber wie wir sehen, der Westen konnte nur durch Unterdrücken von Menschen größer werden und stark werden und reich werden. Aber in Afrika war das nie der Fall. Wir konnten durch Glaubensrichtungen, durch Agrikultur und durch allgemeines Wissen, durch Teilen des Wissens, durch Hilfe an anderen Königreichen, konnten wir unsere Königreiche erweitern. Aber in Europa war das nicht der Fall. Die mussten zu Krieg zugreifen, die mussten Ressourcen klauen. Okay, danke, Jennifer. Dann wären noch Meldungen von Amadou und dann Fatma. Und ich muss sagen, mit Blick auf die Zeit, das ist ja verflogen, würde ich gerne nach euren beiden Statements einfach von euch einfach noch Last Words, ja, darum bitten. Genau, Amadou. Ich wollte zum Kruma kurz was sagen. Also drei Punkte sind mir wichtig da zu erwähnen. Erster Punkt ist ja die Definition, was er gemacht hat. Dies bekräftige, also natürlich, das ist schon so von Sicht der Panafrikanismus, ist, dass wir natürlich die Ablehnung von was 1884 bis 85 von hier aus in Deutschland gelaufen ist, nämlich das Afrika-Berliner Konferenz oder Kongo-Konferenz, die unser Kontinent so geteilt wurde. Und es ist beim Panafrikanismus ganz klar, dass es nicht mehr so realistisch ist, um zu sagen,
dass diese Grenzen nicht mehr gibt, dass es kein Togo gibt, dass es kein Benin gibt, dass es kein Burkina Faso gibt. Aber es ist wichtig für uns, diese Grenze in unserem Körper zu überwinden. Ja? Also zumindest in unserem Körper als Afrikaner innen zu betrachten, ist uns sehr wichtig in die Panafrikanismusbewegung. Da wollte ich zum einen bekräftigen. Zweiter Punkt ist die Umbenennung der Kolonialstraßennamen. Ich finde auf jeden Fall sehr wichtig, dass das geschehen wird. Es ist in Afrika auch eine bestimmte Bewegung in die Richtung. Wenn wir in Namibia als Beispiel nehmen, es ist dort auch nicht ohne. Ja? Also es gibt auch eine Bewegung dort für die Umbenennung von Plätzen und so weiter. Und für mich, es soll parallel laufen. Es kann doch nicht sein, die in einer Stadt wie München, wo wir leben, Menschen, die unsere Vorfahren, unsere Menschen in Afrika ermordet haben, hier eine Ehrung bekommen. Und wenn wir wissen, dass einen Straßennamen zu bekommen, ist überhaupt die Hochehrung, ja, überhaupt was an Stadt vergeben kann. Und das ist einfach ein No-Go und deswegen ist es wichtig, dass wir kollektiv dafür ansetzen, dass diese Straßen nicht länger in unseren Städten hier in Bogenhausen und in Trudering weiterhin bestehen. Letzter Punkt ist die eigene Initiative, was Nkrumah gemeint hat. Da finde ich, das ist sau wichtig. Also wichtig, dass im Bildungssystem wir unsere eigene Initiative auf die Beine stellen. Aber wir müssen abwägen, wenn wir das Kontext Deutschland, wo wir gerade leben, wo unsere Kinder zur Schule gehen, eigene Initiative können wir nur in außerschulischen Ebene, um die Kinder dabei zu unterstützen. Wir leben in einem fortbestehenden kolonialen Konzept. Wir leben in einem weißen Strukturen. Wenn wir wissen, was Rassismus ist, Rassismus dient zur Legitimierung sozusagen des weißen Herrschaft, ist auch die, sag mal, die Privilegien dadurch auch zu sichern. Ja? Ich lebe hier in Deutschland, in dem ich weiß, dass es SchülerInnen und StudentInnen entscheiden können, um zu sagen, ich mache ein Auslandssemester in Burkina Faso, ich mache ein Auslandssemester in Benin, in Nigeria und so weiter. Aber ich komme aus einem Land, wo die Jugendlichen, die SchülerInnen die gleichen Bedürfnisse haben, können aber nicht. Ja, die können nicht aufstehen, um zu sagen, ich mache ein Auslandssemester in Deutschland, ich mache ein Auslandssemester in Frankreich oder so. Nein, dagegen ist uns sozusagen auf die Wüste, die uns für uns ein Massenfriedhof geworden ist, dadurch ist das Mittelmeer, die für uns ein Massenfriedhof geworden ist. Nein, das kann nicht weitergehen. Zurück auf die eigene Initiative. Da werde ich voll hundertprozentig mitgehen, also das brauchen wir und das fordern wir auch als PanafrikanistInnen, dass in unserem Kontinent, in den Ländern in Afrika, wir brauchen eine radikale Veränderung der Bildungssystem und Schulsystem. Wir brauchen eine radikale Veränderung, die auf unsere Realität entspricht, die auf unsere Sprache entspricht. Ich bin selber zur Schule gegangen mit der französischen Sprache. Das ist nicht meine Sprache. Das ist nicht meine Sprache. Aber ich musste. Aber ich kann nicht verstehen, dass heutzutage noch Kinder und Jugendlichen mit dieser Sprache sozusagen nur mit dieser Sprache zur Schule in Burkina Faso oder in Benin oder so gehen müssen. Ja? Wir haben unsere eigene. Ja? Und wenn wir noch den Franz CFA in wie viele Ländern in Westafrika noch haben, ja, die Kolonialwährung noch bis heute noch nutzen, das ist einfach Zustände, die wir sagen, also nee, so geht einfach nichts weiter. Also diese drei Punkte wollte ich noch zufügen. Dankeschön. Fatma? Also ich wollte nochmal darauf eingehen, was Jennifer vorhin gesagt hat.
also wie wichtig diese afrikanische Geschichte ist. Also ich muss sagen, dass Jennifer und Nkrumah, oder? Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja, dass ihr wirklich das Glück hattet, dass ihr euch mit dieser Geschichte auseinandergesetzt habt, weil ich kenne viele Kinder, die zwar hier geboren sind und aufgewachsen sind und sich wirklich mit ihrer Kultur oder mit dem Land, woher ihre Eltern ursprünglich kommen, gar nicht auskennen. Zum Teil waren viele gar nicht dort. Ich meine, das ist so wichtig für deren Identitätsbildung. Die sind zwar ja Deutsche, die sind hier aufgewachsen und machen ja alles wie die anderen, aber die schauen halt anders aus. Deshalb müssen sie sich oft rechtfertigen, woher sie kommen, woher ihre Eltern kommen. Und ich denke, das ist sehr hilfreich für ihre Identität, um zu zeigen, bei mir war es damals so, ich komme aus Tunesien und ich habe da eine Reise gemacht, wo ich viele Orte besucht habe, wo ich das Land wirklich entdecken konnte und vieles kennenlernte. Auch hat mein Vater sich dann auch die Zeit genommen und mir auch die Geschichte erzählt, wie es entstanden ist, was es dort gibt und wie es war. Ich meine, auch wenn ich gefragt wurde, konnte ich antworten und ich war voller Selbstbewusstsein und ich wusste eigentlich, woher ich wirklich meine Wurzeln sind und woher ich komme. Und ich denke, das würde so vieles erleichtern für diese Jugendlichen oder auch die hier aufgewachsen sind, wenn sie das wissen und das auch kennen. Ich finde, das ist so schwierig, wenn man hier in Deutschland aufgewachsen ist und wirklich nicht weiß, was von einem die Wurzeln sind, und schon schwierig. Also deshalb sind diese Institutionen, von denen so Jennifer redet, sehr, sehr wichtig. Einfach. Danke, ihr Lieben.